Ahoi, liebe Geisterfreunde, heute sind wir wieder hier bei Ghost Watchers unterwegs im Sumpfhaus und das sind unsere Nebenaufgaben. Das verfluchte Kinderspielzeug im Auto mitnehmen. Nehmen Sie eine Zeichnung in einem Notizblock auf Video auf, alle Kerzen im Haus anzünden und machen Sie ein Foto vom Geisterangriff. Ja, mal gucken. Wir nehmen auf jeden Fall die große Taschenlampe mal mit. Dann EMF und ein Thermometer hätte ich gerne. So, alles klar, dann gehen wir mal los. Schauen uns das mal an. Ganz locker flockig hier im Sumpfhaus. Zum Glück ist das Weihnachtsgedönse weg. War ja recht lange hier drin. So, gucken wir mal. So nicht. So. Okay. War ziemlich groß. Groß und gemütlich. Okay. MF3 und 14 Grad ungefähr. Wir beeilen uns mal ein bisschen. Aber sehr nett hier. Gefällt mir irgendwie. Nur den Geist müsste ich jetzt nicht haben. Hier geht's wieder nach draußen. 13 Grad. Da hat sich doch gerade was bewegt. Das ist der verfluchte Spiegel, ne? Hier. Dann wissen wir schon mal, wo der hier liegt. Elf Grad. Da ist doch was. Hier vorne an. EMF3 hatten wir bisher. Das können wir schon mal festhalten. Ich lasse das mal hier. Und auch... Was ist denn mit der Tür passiert? Das waren wir nicht, ne? Niemals. So, unser Truck steht hier. So, kurz geräuspert. Dann nehme ich mal die UV mit. Vielleicht haben wir vorne an gleich was. Weil dort scheint er ja rumzulaufen. Mausempfindlichkeit mal ein bisschen runterstellen. Partikelzähler. Ja, das hört sich auf jeden Fall so an. Als wäre hier was... Lichtschalter. Mein Freund und Hilfe. Ich sehe ihn aber nicht. Vielleicht er hier. Wow. Bringt ja viel. Wie eine Jugendherberge hier. Das war hier. Ja. Oder hat er die hier zum... Nein, das war nicht hier. Das hat sich echt hier nach angehört. Hier liegt auch schon was. Das ist das Kinderspielzeug, ne? Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Kriegen wir Geld für. So, dann hätten wir das schon mal. Da müssten wir jetzt auch ein akustisches Signal hören. Jawohl. 50 Dollar. So, was nehmen wir mit? Kamera, Videokamera und Notizblock. Dann könnten wir das vielleicht in einem aufnehmen. Genau, und auch schon mal das Ouija-Board. EMF bisher nur auf 3. Tragen uns das gleich mal ein. Ich würde die Sachen hier rechts mal gerne ablegen. Oh. Ein Weinen. Notizblock.
Das versuchen wir mal aufzunehmen. Schreibe etwas. Genau. Schön. Partikelzähler. Ouija Board. Was ist das denn hier? Ach so, das ist dieses. Okay, tragen wir uns das ein, eine menschliche Gestalt, weinen und von links nach rechts. Partikelzähler noch nicht abgeschlossen. Ich glaube, das müssten wir dann auch aktiv machen. Blutflecken. Sind das Blutflecken? Nö, das ist ein Fußabdruck. Moment, da kommt er. Partikelzähler, na mach schon. 40, 45. Was haben wir hier stehen? Können wir nicht lesen. 100 bis 500. Okay. Tragen uns das alles ein. Das bringe ich noch nach drüben. Minus 0,5. Okay. Im F3. Okay, dann hätten wir schon einiges. So, mal eben in den Truck gehen. Und dann gucken wir mal, was wir noch mitbringen müssen. Was wir noch mit reinnehmen müssen und was wir so wissen. Also, Thermometer im niedrigen Minusbereich. EMF auf 3. Fußspuren. Genau, Poltergeist bisher. Notizblock. Menschlich. Partikelzähler 100 bis 500. Ouija Board. Genau, ganz langsam von links nach rechts. Ein Weinen. Voodoo-Puppe müssen wir noch nachgucken. Also Poltergeist. Durchschnittliches Alter. Stimmung ruhig oder beunruhigt. Voodoo-Püppchen. Alle Kerzen im Haus anzünden. Und Foto von einem Geisterangriff. Kann man schon irgendwas mitnehmen? Vielleicht noch eine Taschenlampe, ne? Ja. Hier läuft Wasser. Mal gucken, was er mit der Voodoo-Puppe macht. Bewege die Voodoo-Puppe. Bewege die Voodoo-Puppe. Ich finde, nach dem letzten Update, es gab ein kleines Update, glaube ich, hiervon, ruckelt es ein wenig. Bewege die Voodoo-Puppe. Bewege die Voodoo-Puppe. Ich mache das mal so, damit wir die wieder hier ein bisschen beobachten können. Voodoo-Puppe. Entweder keine Interaktion oder erhebt die Voodoo-Puppe. Stand jetzt eher keine Interaktion. Beunruhigt, würde ich sagen. Gehen wir mal da drauf. Weil mit der Voodoo-Puppe einfach nichts passiert. Gucken mal, ob wir damit recht haben. Das Voodoo-Püppchen. Hier, ne? Genau. War wieder bei Phasmo. Poltergeist, durchschnittlich alt und beunruhigt. Jawohl. Wie geht's weiter? Salz, Weihwasser, alle Türen im Haus öffnen. Salz, Weihwasser, alle Türen im Haus öffnen. Normales Salz also. Silberne Bombe. Weihwasser, haben wir das überhaupt dabei? Ja. Also Salz, Weihwasser und alle Türen im Haus öffnen. Mit den Türen können wir jetzt schon mal anfangen. Einfach nach oben, okay.
Hier haben wir aber auch schon gute Arbeit geleistet. Mal gucken, wann er sich zeigt. Hier geht es auch bestimmt noch irgendwo nach oben. Ja. Und runter. Runter leider auch. Hier ist aber alles offen. Ah, guck mal hier. EMF schlägt aus. Interessiert uns aber nicht mehr. Den richtigen Geist haben wir. Dann geht's oben weiter. Oh wei. Das wird viel Arbeit mit den Türen. Hier auch noch eine. Hier eine. Ich hoffe, er schließt keine. Gut. Weiter geht's nach oben. Was für ein Ramsch hier. Ich glaube, er kommt. Ach, das war das hier wieder. Das haben sie aber auch gerne hier. Spielzeug des Jahres. Ach, verdammt. Ich glaube, ich war wieder zu schnell. Oder habe ihn einfach nicht getroffen. Ich muss meine Ehre hier einsammeln. Hier war doch eins nach oben, oder? Ja. Das ist echt nicht einfach, vor allem wenn man hier noch Türen dazwischen hat. Tür gegen Tür. Noch zwei. Noch eins. Wer weiß, wo das unterwegs ist. Ich höre es auf jeden Fall. Zum Glück. Oben. Obwohl, da lag nur die Taschenlampe, ne? Ich muss noch mal eben Weihwasser kaufen. Das haben wir ja daneben geworfen, glaube ich. So, Weihwasser. Jammer's schon. So. Die Türen müssten jetzt eigentlich offen sein, ne? Voodoo-Puppe ist schon drin. Und dann fangen. Tatsächlich. Einfach nach oben, okay. Beuti. Mr. Poltergeist. Warum? Hier kann ich nicht mit interagieren. Er schließt die Türen, der fiese Sack. Er schließt tatsächlich die Türen. Lass die Türen auf. Das wäre das nächste, ne? Der hat die wieder alle geschlossen. Der hat die wieder alle geschlossen. Und wir sind ein bisschen gelähmt wieder. Die ist offen. Ab nach oben. Unten war ja keine Tür. Nur hier. Jawohl. Voodoo-Puppe ist schon drin. Das müsste jetzt eigentlich auch abgeschlossen sein.
Voodoo-Puppe, genau. Ich glaube, die müssen wir nochmal raus und reinbringen, ne? Machen wir das mal. Damit das zählt. Zum Glück interagiert er damit nicht. Einmal so. Darf ich nochmal? So. Und fangen. Wunderbar. Ja, das war ein Ründchen. Ging aber eigentlich recht schnell. 140 Münzen, 160 XP, Level Up. Okay, Stufe 6. Erfahrung 100 von 1300, Portemonnaie 4212. Gut, ihr Lieben, ein kleines Ründchen von Ghostwatchers. Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen unterhalten konnte und würde sagen, dass wir uns das nächste Mal wieder hören. Bleibt mir gewogen. Ciao, ciao, bis dann.